So Leute, lang, lang ist's her, eine Aufnahme. Hier werden wir vielleicht mal ein bisschen zumachen. Okay, mal kurz mal Bestandsaufnahme. Quälen den Computer etwas und lassen ihn alles reinladen. Ich mache jetzt für dieses Projekt bin ich jetzt umgestiegen auf 2.9. Muss mir mal eine neue Version runterladen. Es müsste jetzt eigentlich schon die stabile Version rauskommen oder rausgekommen sein von 2.9. So, hier habe ich ein bisschen versucht, den Asphalt zu verfeinern. Ja. Weiß noch nicht ganz. Von hier schaut es gar nicht so schlecht aus. Ja. Vielleicht noch ein bisschen begradigen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so schwierig zu eruieren. Ich werde es auch ein bisschen anheben in dem Bereich, aber naja, ist nichts für ein Let's Blend, glaube ich. Aber so schaut das schon mal nicht schlecht aus. Und gehen wir da mal wieder raus. Schaut denn das im Materialmod aus? Ist wahrscheinlich viel zu anstrengend. Es lädt und lädt und lädt und könnte gehen. Okay. Wir brauchen hier ein Geländer. Wenn ich mich recht entsinne, geht die Tür ungefähr bis dahin auf und dann, ja, das kommt hin. Wir könnten eigentlich auch mal schauen, ob wir noch das Google Earth Overlay haben. Und, oh, ich muss hier wieder mal sortieren. Ah, das passt halbwegs. So, das Empty. Ja. Und was ist das hier? Das ist die Plane, das ist der Außenbereich. Nimm das mal raus. Ja, das passt. Genau da geht dann die alte Holzhütte los. Okay, das macht mich jetzt so ein bisschen zufrieden, dass ich das gut eingeschätzt habe per Auge. Nur zu dem Thema, dass manche meine Qualifikation, das richtig per Augenmaß einzuschätzen, bezweifelt haben. Gut, dann Geländer. Geländer, Geländer. Geländer ist am Boden festgemacht. Eine Bodenplatte, eine Plane. So. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, das richtig zu machen. So, kleiner Anfangsfehler. Das Ding ist ganz sicher außen festgemacht. So. Okay, das heißt erstmal da jetzt so minimal Abstand lassen. So ein bisschen Schatten dahinter ist cool. Wir werden zwar nie so nah aufnehmen, aber was soll's. So, sehr schön schaut das aus. Extrudieren. Okay, dann. Boah, das Geländer habe ich mir nie so genau angeschaut. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur platt angeschweißt. Das heißt, wir duplizieren das mal. Skalieren das da. Ja, was gibt's zu erzählen? Ich bin die ganze Zeit mit Texturen machen beschäftigt. Man sollte das mittlerweile schon als krankhaftes Verhalten bezeichnen. Und, achso, das war falsch. So. Ja, ich weiß nicht ganz, was ich machen soll. Dagegen. Was soll ich als ein einzelner Mensch schon gegen mein Verhalten tun. So. Das ist mir hier so. Das ist so ein bisschen zum Stabilisieren, ne? Und dann, wenn wir das einfach auf Z ein bisschen. So ist das nämlich. Also, das behaupte ich jetzt einfach und ihr könnt mir das glauben. So. Okay, das Ding ist dann öfter. Ja,
mal so, dann geht das um die Ecke. Dann machen wir es einfach um die Ecke. So. Rotieren Z 90, natürlich falsch, minus Enter. Ja, und es ist ein historischer Tag. Ich habe heute meinen ersten Artikel zum Verkauf angeboten. Und können wir ja da ein bisschen Geld für den Kanal reinbringen. Habe ich mir so gedacht. Weil Papa braucht eine neue Kamera zum Aufnehmen. Weil zum einen für die großen Videos. Das letzte Mal habe ich da ewig geschnitten. Und das war echt nervig. Ich habe dann noch das Licht ausmachen müssen, also mein Hauptlicht hier unten, weil das den Greenscreen so hell gemacht hat, dass der nachher überstrahlt wurde. Und dann ist halt ständig meine Stirn verschwunden, weil die Leinwand genauso weiß war wie meine Stirn, wenn man das so sagen kann. So. Okay. Ja. Warte mal, ich muss jetzt hier mal gerade arbeiten, ja? So. Das werden wir duplizieren. Ist das... Ja. Ja, ja. So. Kamera, Greenscreen. Ja, das andere mit der Kamera ist eigentlich, dass... bessere Texturen und so. Ich glaube, mal schauen. Es ist echt schwierig, das einzuschätzen. So schlecht schaut das gar nicht aus, was ich da mache. Ich glaube, dass das für den Verkauf durchaus geeignet ist. Aber ich habe mittlerweile auch einen Workflow fürs Fotoscannen etablieren können. Und das geht dann mit der Handykamera nicht mehr so gut, wenn man überlegt, dass ich das alles mit Handykamera gemacht habe. Ups, warte mal. Nein. Rotieren Z90 minus. Okay. Ja, das glaubt ja kein Mensch auf jeden Fall. Na, ich muss mal sehen. Ich sträub mich halt gegen YouTube-Werbung irgendwie so ein bisschen, weil ich habe zwar jetzt gesagt, dass ihr das gar nicht so schlimm findet, aber ich finde es halt irgendwie trotzdem noch schlimm. Also, mich stört das halt sehr oft. So, wie wird denn das dort gelöst sein? Dort treffen beide aufeinander. Das werden sie stumpf angeschweißt haben. Von daher nehmen wir das ja einfach so. Und werden da und da, na, da und da, na. Achso, warte. Kantenselektion, da und da. Oh Gott, das sind die Screencast Keys. Habe ich die ja überhaupt schon? Nein, dann gibt's heute keine Screencast Keys. Ich werde das aber dann für das nächste Mal machen, ja. So. Den holen wir uns denn da wieder. Ja, und was gibt's noch? Ja, also die Texturen waren richtig viel Arbeit, ja. Klar, kurz mal hier, ne? Wir sind ja im Let's Blend. Das ist das hier auf Gumroad, habe ich das gestellt. Das ist das Paket. Und ist jetzt natürlich noch nicht verkauft worden. Ist einmal so ein Kratzputz, einmal betonierte Wand, also quasi geschalte Betonwand, die Rohfassung davon, fand ich ziemlich cool. Gerippter Beton, wie er oft am Boden entsteht in gewissen Situationen. Metall, die könnte man verwenden für das Geländer gleich.
dann einmal Split und einmal Feinsteinzeugfliesen. Das sind so die, die mir ziemlich am besten gelungen sind. Es ist ziemlich schwierig, das hinzukriegen. Patreons haben die jetzt schon. Ja, ich Renderbilder gemacht. Schau mal rein, lade. Ja, das ist eine Szene, die ich quasi nur mit diesem Material erstellt habe. Einfach um das Ganze auch zu zeigen, dass es halt in freier Wildbahn funktioniert. Und ja, nichts Besonderes, sollte es aber auch nicht. Ich wollte es nicht irgendwie verfälschen. So, genug gesehen. Ja, und dann mache ich halt hier so eine Szene, wo halt das Material über einen Displacement Modifier aufgeblasen wird, so dass du wirklich halt 3D-mäßig auch siehst, wie die Verformungen sind. So ist das ja irgendwie üblich. Und das ist halt hier meine vorbereitete Szene dafür, wo ich halt die Materialien dann einfach reinlade, mache einen Screenshot und fertig. Und ja, so ist das. So, jetzt hier mal weiter. Ja, und damit war ich jetzt ziemlich beschäftigt. Ich habe ja dann noch rotieren Z 180. Ich habe natürlich noch die ganzen Materialien dann übersetzen müssen auf Englisch. Die haben ja alle deutsche Namen getragen. Und dann das Ganze noch richtig, weißt du, verpacken und so. Naja. War viel Arbeit, aber ich wollte halt beim ersten Mal jetzt nicht irgendwie irgendeinen Blödsinn machen. Und ich muss aber auch mal wieder modellieren. Jetzt habe ich die ganze Zeit Texturen gemacht. Mann. So, dann geht das da runter. Eine Stufe. Glaube ich. Muss ich fast nochmal nachschauen. Okay. Ja, nehmen wir das mal hier. Und dann duplizieren wir das. Dann muss ich noch schauen, wie ich das zusammenführe nachher. So, was werden die normalerweise ungefähr sein? Ich tippe mal auf 40 Grad rotieren um Y. 40 minus. Heute ist alles negativ. So, dann führen wir den einfach mal runter. Boah, schaut auch cool aus. So. Wird dann mal die Rohfassung. Da muss ich nochmal nachschauen, wie viele Stufen da sind und wie die. Die weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig. Das war bis jetzt immer mein Glück gewesen, dass ich das auswendig wusste, aber irgendwie. Ja, kann man ja nicht immer wissen. So, dahin. Dann skalieren auf Y, 1, minus, Enter. So, haben wir da mal unsere Führung. Und das ist dann auch nach unten sicherlich auf einem Beton. Also das ist sicherlich eine, zumindest eine betonierte Fläche. So. Machen wir da mal, können wir uns da eins klauen. Ah, der ist über Mirror Modifier, okay. Ja, die Fläche schaut gut aus. Naja, den Beton werde ich eh erneuern. Okay, was ist denn der Modifier hier gestellt? Wie schaut denn das hier überhaupt aus? So. Ein Hobbs Modifier. Können wir den applyen, ohne dass wir was kaputt machen? Das ist die Frage. Und wie können wir den jetzt überhaupt applyen? Scheiße. Achso, wenn wir rausgehen, so. Und, nee. Da. Apply. Okay, hat er gut gemacht. Nie vergessen, zwischendurch zu loben. So. Dann nehmen wir den mal.
Okay, nur den nehmen. Und da irgendwo kommt auf jeden Fall ein Betonfuß hin, weil sonst, ne, die Stützen müssen ja auf irgendwas montiert sein. Und deswegen ist das auf jeden Fall so. So, jetzt kein großer. Und dann schauen wir da mal. So, da machen wir jetzt mal das neue Material drauf. Also eins der neuen Shader. So, das ist ziemlich geil hier. Das werden wir auch mal irgendwann durchgehen. Ah, okay, das ist dieses Material. Na ja, gut, dann werden wir das mal abschießen hier. Weg. New. Dann Texturen. Texturen? Nee, das ist falsch. Ground. Okay, der ist überall noch falsch unterwegs. Hier neue Platte ist da und so. Haben wir jetzt Platz für Texturen. So. Blender. Texturen. War das Stein oder Beton? So, schauen wir mal. Boden. Nee. Stein. So, schauen wir da mal. Das ist der Gerippte, genau. So. Die sind auch ziemlich cool. Ein bisschen was ist mir gelungen. So. Boden gerippt. So, brauchen wir die Diffuse, die Specular und die Normal. Warum macht er das nicht mehr? Was hat's da? Da steht's doch. Trackback, Most Recent Colors. Weiß ich nicht. Müssen wir es manuell machen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. So, die Farbe. Wir können doch ein Filesystem einblenden lassen. Wo ist denn das? File-Browser. Ja, super. So. Texturen, damit sollte ich viel öfter arbeiten. Stein war es, ne? Stein. So. Boden gerippt. Das geht ja viel schneller hier. So. Warte mal, können wir das vielleicht? So. Boden gerippt, normal diffuse. Nein. Nein. Lass mich. So, ja. Okay. Das ist super. So machen wir das. Das werde ich öfter zelebrieren. So, die Normal und die Specular. Wird nicht viel Specular sein, aber so, zack. Zack und zack. So, das dann da rein. Das dann da rein. Und dann brauchen wir hier noch einmal eine Bump. Zack, dann kommt die Color in die Normal rein. Da sagen wir Non-Color. Ich weiß, das ist für euch zu klein, aber Normal. So. Machen wir Looky Looky hier. So. Dann skalieren wir die mal auf, weiß ich nicht, 3. Ja. Und einmal drehen um Z, glaube ich. Herrgott. Aha, die Abwicklung ist noch. Die ist noch gespiegelt. Müssen wir nochmal neu abwickeln. U. Unwrap Smart UV. Ein bisschen Eyelens rein. So. Und 9. Ah, nee, das passt. Nee, passt nicht. 90. Ja, genau. Gut. Joa. 4. So. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil eigentlich ist das mit dem
mit dem Wiederholen an der Stelle gar nicht mal so falsch, weil die tatsächlich so gerippt werden. Ein bisschen breiter ziehen könnte man's. Und der Kollege hier, dem gebe ich ein anderes. Oh, eigentlich ist nur die Oberfläche so. Der Rest ist anders. So, pass auf. Jetzt gehen mir langsam die Fenster aus. Hier mal UV. Und rotieren um 90. Bin ich blöd? Wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Zurück. Ich wollte es eigentlich skalieren. Skalieren, X, nein, ja. So. Und hier unten schaut das gar nicht so schlecht aus, aber ich glaube, da habe ich ein besseres Material. Wenn man hier mal und den Kollegen dazu. So. Hat er da alles ausgewählt? Ja. Und da werden wir ein neues. Und jetzt geben wir die Fenster aus. Ja. Wurscht. Mache hier Properties. Und sagen ein neues Material. Zack. Irgendwann sollte ich die dann auch wieder benennen. So, Assign, New. Einmal Sachen hierher. So. Das wieder löschen. Okay. Das richtig so. Schau mal, ob sich das ausgeht. Wenn wir hier mal gerade ein bisschen. Oder machen wir so. Genau, Beton. Beton, der schaut schön glatt aus. Die Normal gefällt mir nicht. Aber schauen wir mal. So, Beton Diffuse. Beton Normal. Und die Spec brauchen wir noch. So, die wird mehr oder weniger eh komplett schwarz sein. Und in Zukunft werde ich schauen, dass ich noch eine Roughness Map separat mit erstelle. Bei den neuen Texturen. Nur Pixblend kann das bis jetzt noch nicht, aber kann man ja selber eigentlich auch machen, ne? So. Ja, ich mag das. Dass man wirklich einfach mit dem Handy so doch recht schöne Texturen erstellen kann. So. Die sind mir jetzt etwas groß einmal. Mal schauen, wie die skaliert sind. Drei. Ups. Ja. Schon. Die Bump muss nicht so stark sein. Die Distance können wir da wahrscheinlich auch. Nicht so wirklich viel Effekt, ne? Aber es ist weniger, bilde ich mir ein. So, mal abspeichern. Und es ist ein bisschen grob. Ja, wurscht. Zwei. Ja, ist besser. Glaube, so passt das. Schauen wir das mal an, wie das. Und hier können wir auch noch Material vergeben. Neu. Und genau. So. Und dann schauen wir mal. Das war das Metall. 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 Das verzinkt er. Das ist richtig cooler Stoff. Diffus. Normal. Specular. Okay. So, hier mal drauf. Und
So, zack. Und zack. So, dann hier wieder eine. Vielleicht gibt es dafür auch eine Abkürzung. Bump. Rein in die Normal. Non-Color Data. Normal. Specular. Okay. Okay. Ah, die müssen wir noch abwickeln, ne? Alles auswählen. Smart UV Project. Passt. Und so ist das gut. Können wir hier noch die Wiederholung. Ja. Ja, das kennt ihr, das Material, oder? So ein Material hat man auch oft bei, ja, alles, was außen sein muss. Da können wir jetzt mal reinschauen, hier speichern. So. Jeschisch, Maria und Josef. Was ist denn da los? Nee, da komme ich jetzt gerade nicht so drauf. Nein. Ah. Vielleicht. Schau mal, alles auswählen. Shift N. Nö. Ah, die Dinge sah wieder weg. Warte mal. Nee, Schatten ist da. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das. Nee, das muss jetzt irgendein Bug sein. Nee. Vor allem hier funktioniert das Material. Ach Mensch. Muss das jetzt sein? Properties. Ist das die neue Sonne? Ist gar keine Sonne. Gehen wir mal auf Sky. Die ist immer so stark. So, dann lassen wir die ein bisschen aufgehen. Ein bisschen aufgehen. Ein bisschen. Pff. So, Rotation. Warum ist das schwarz? Ist ja irgendwie echt schade drum. Da komme ich nicht drauf. Gut, mal das Ganze mal drüben öffnen. So, schauen wir nochmal. Okay, das ist jetzt die neue. Ist das jetzt das, was einem passieren kann, wenn. Ja. Also das habe ich wirklich noch nie gehabt. Haben wir eine drin? Schwer zu sagen. So. HDRI suche ich. Seht ihr es? HDRI. Ja. Ja, das ist da. So, aber. Nee, das ist auf. Verstehe ich nicht. Das läuft über UV. Was? Was erlaube? Hier mal die eine Textur.
sehe ich keinen Unterschied. Vor allem, warum ist es hier auch auf einer Seite schwarz und so, der Schatten geht in die Richtung. Und hier. Das gibt's doch nicht. Das schon mal jemand gehabt? Okay, so, das ist hier. Mal Beton rau. Und hier machen wir Beton Rip. Und werden das Material mal wegnehmen. Okay, daran liegt's nicht. Das ist ja mal. Ist ja mal was. Die Face Orientation. Okay, das funktioniert ja nicht so gut. Material Preview. Die Face, na. Erstmal machen wir hier Cleanup. So. Face Orientation ist es also auch nicht. Ja, dann fällt mir aber auch gleich nichts mehr ein. Vor allem in dem Modus funktioniert das alles einwandfrei. Also das habe ich noch nie gehabt. Das gibt's doch nicht. Es ist nicht das Material. Es ist nicht das Material. Nee. Da muss ich erstmal recherchieren. Tja, schade. Schade. Gut, Leute, dann war's das für heute. Ich hoffe, ich habe das bis zur nächsten Folge geklärt. Ne, ich werde sicher bis zur nächsten Folge geklärt haben, aber wieder ein bisschen Sucherei. Ja, dann schau mal, die Woche, es wird jetzt ein bisschen was rauskommen, weil letzte Woche nicht so viel rauskommen ist. Also, macht's gut, bis dahin, ciao.